Urlaub, Farbe, Mode oder Essen. Was erwartet uns trendtechnisch 2023? Hier die Highlights für dieses Jahr, an denen man nicht vorbeikommt. Reisen. Für den Reiseführer Lonely Planet gehört laut globaler Liste Best in Travel 2023 Dresden zu den Top-Zielen des Jahres. Das Marco Polo-Buch Wohin geht die Reise? Die besten Ziele für 2023 nennt als deutsches Ziel Mannheim. Auch wegen der dort stattfindenden Bundesgartenschau. Wer etwas weiter verreisen möchte, könnte jetzt auch Kroatien als neues Euroland besuchen. Ernährung. Pflanzenbasierte fleischlose Ernährung ist weiterhin ein Hype. Besser fürs Klima, die Verdauung. Die Deutsche Bahn hat im Januar unter anderem vegane Currywurst und Chili Sin Carne ohne Fleisch in hunderten Bordrestaurants auf der Karte. Oft geht es auch im Alltag und zu Hause darum, traditionelle Gerichte zu veganisieren, wie es die Zukunftsinstitut GmbH nennt. Mode. Expertinnen und Experten sehen weiterhin den Cargo-Trend der 90er und Nullerjahre wiederbelebt. Es handelt sich bei Cargohosen um einen der größten Trends für 2023, schrieb die Vogue kürzlich. Manche sehen laut der dpa auch mehr Lederlooks und Cowboy-Stiefel als Trend. Farbe. Seit rund 20 Jahren veröffentlicht die amerikanische Farbenfirma Pantone jährlich eine definierende Farbe fürs Folgejahr, die dann unter anderem Designern bei Mode, Möbeln und Ähnlichem als Inspiration dienen soll. Für 2021 war Grau und Gelb ausgerufen worden und für 2022 ein Lila. Das neue Jahr 2023 soll nun Purpur werden. Viva Magenta sei als definierende Farbe ausgewählt worden.